Ja, keine Ahnung, wie viele der Leute hier vom bleiernen Schlüssel in ihrem Schlaf ermordet wurden. Und ja, Rastvorräte wollte ich noch aufnehmen. So. Dann reden wir mit Ikanta. You return. What if you come seeking this time? Du kehrst zurück. Was suchst du dieses Mal? Ich brauche die Worte, mit denen man die Engvitaische Maschine im Turm bedienen kann. That fool Aldhelm. He sent you, didn't he? I can hardly believe he's had the cleverness to survive. That simpleton thinks he can understand how to use something without understanding what it is. Or why it is. Sie lacht, ein Geräusch, das halb aus dem Knistern trockener Blätter besteht, halb aus etwas Durchdringendem, Gleißendem, Heißen. Dieser nahe Altem, er schickt dich nicht wahr, kaum zu glauben, dass er klug genug ist, um so lange zu überleben. Dieser nahe denkt, er könne verstehen, wie man etwas verwendet, ohne zu verstehen, was es ist oder warum es ist. Du spürst einen heißen Kern aus Stolz im Zentrum ihrer Seele lodern. He dabbles with ancient and powerful devices, with all the finesse of a blacksmith. He sends you here to petition me for aid after years of disparaging my research. I'll bet he didn't even tell you the tower's name, did he? That's his problem. Always looking for solutions without caring for meaning. Er spielt an antiken und mächtigen Geräten mit der Feinfühligkeit eines Schmieds herum. Er schickt dich, um Hilfe zu bitten, nachdem er jahrelang meine Forschung verspottet hat. Sie schüttelt den Kopf und schürt wütend das Feuer. Ich wette, er hat dir nicht einmal den Namen des Turms genannt, was? Das ist ein Problem. Er sucht ständig nach Lösungen, ohne sich um Sinn und Bedeutung zu scheren. Dann sag mir mal den Namen. Ter-Nuneth. It's called Ter-Nuneth. They built the machine atop it to contain souls. Hold them in place. But the others I've seen, machines scattered all over the Deerwood, are relays, built to move souls. Ikanta schließt die Augen. Ter-Nuneth. Ihre Stimme wird plötzlich sanft. Er heißt hier Nornet. Oder Novnet. Sie steht auf und wendet sich dir zu. Sie wischt die Hände trocken wie Pergament an ihren Kleidern ab. Sie haben die Maschine dort oben gebaut, um Seelen aufzubewahren, sie an Ort und Stelle zu halten. Doch die anderen, die ich gesehen habe, Maschinen überall im Dürrwald, sind Relais. Gebaut, um Seelen zu bewegen. Wohin sollten sie die Seelen bewegen? Another mystery. Hypothetically, anywhere they wished. The real question, as always, is why? To intermix them the way a player shuffles his deck, the way a farmer rotates his fields? To collect them, like butterflies under glass? To melt them down for raw essence? Unfortunately, I don't know. Ein weiteres Rätsel, hypothetisch gesprochen. Wohin auch immer sie möchten. Die wahre Frage ist wie immer, warum? Um sie zu vermischen, wie ein Kartenspieler den Kartenstapel, wie ein Bauer seine Felder jährlich mit anderen Pflanzen bepflanzt, um sie zusammen wie Schmetterlinge in einem Glaskasten, um sie einzuschmelzen, um hohe Essenz zu gewinnen. Ich weiß es leider nicht. Du scheinst aber viel über den Turm zu wissen. I read the runes like a journal. I understand their meaning. People like Aldhelm try to read them like instructions, and in so doing, they miss their true meaning completely. Ich lese die Runen wie ein Tagebuch, ich verstehe ihre Bedeutung. Leute wie Aldhelm versuchen sie, wie eine Anleitung zu lesen und verkennen ihre wahre Bedeutung daher völlig. Warum sollten die irgendwie Tana sehen auf diese Weise binden Perhaps wollen? They didn't. Perhaps that's why they built no other machines like this one. We now see the Angwithans as masters of soul manipulation, but they couldn't have attained their expertise without copious trial and error. Perhaps this was one such experiment. Vielleicht wollten sie dann es nicht. Vielleicht haben sie deswegen keine anderen solchen Maschinen gebaut. Wir sehen die Engvitaner heute als Meister der Seelenmanipulation, aber sie können ihr Wissen nicht ohne viele Fehlschläge erlangt haben. Vielleicht war dies ein solches fehlgeschlagenes Experiment. Wie bedient man die Maschine in Ter-Nuneth? Back to these tinkers' concerns. And what would you do with these tethered souls if I told you? Kommen wir zurück zu den Sorgen dieses Bastlers. Und was würdest du mit diesen gebundenen Seelen tun, wenn ich es dir sage? Sie verschränkt die Arme über ihren
ihrer reglosen Brust. Ich würde sie befreien, ich würde ihre Essenz ernten, ich würde sie zerstören, ich weiß es noch nicht. A level of humility rarely found in my line of work. Most refreshing. Eine Bescheidenheit, wie man sie in meinem Beruf selten antrifft, eine angenehme Abwechslung. Ich könnte dir helfen, aber ich tue es nicht. Der Stolz in ihrer Seele lodert auf und krümmt sich, verformt sich, wendet sich und schreit in ihr. Ich habe jede Menge Probleme und ausreichend Zeit, um sie alle zu beobachten. Es ist der Traum eines jeden Wissenschaftlers. Meine Antwort lautet nein. Was? Aber was nutzt es, all das zu beobachten und zu studieren, wenn es für dich selbst behältst? Sage sie jetzt, Talisa. Sie beherrscht eine ganz andere Sprache, verbirgt sie aber. Ich könnte ihren Stolz löschen. Ich könnte sagen, du bist tot. Warum ist das alles noch von Bedeutung? Das Schicksal dieser gefangenen Seelen ist wichtiger. Warum ist das noch von Bedeutung? Wenn meine Forschung mich überleben werden, ich werde genügend Zeit und Gelegenheit haben, mehr zu erreichen als jeder andere Beseeler in der Geschichte der Beseelung. Der Stolz schreit und wirft Funken. Und wer wird dann davon wissen? Der Stolz flackert, als die Flammen um es herum sich legen. Alles, was ich gelernt habe, jahrelanges Studium der engvitalischen Sprache. Niemand versteht sie besser als ich, das zählt doch etwas. Ja, Wissen ist bedeutungslos, wenn es nicht geteilt wird. Deine Gelegenheiten hier sind begrenzt. Eines Tages wird dieses Wissen mit dir sterben. Aber welchen Nutzen hat es? Ihr Stolz tobt in ihrem Inneren. Nutzen? Warum muss es etwas so Reines zu einem stumpfigen Werkzeug geformt werden? Wissen ist bedeutungslos, wenn es nicht geteilt wird. Eine törichte und falsche Empfindung. Wissen ist Bedeutung. Es braucht keinen externen Zweck. Ihr Stolz glüht immer noch. Deine Gelegenheiten hier sind begrenzt. Eines Tages wird dieses Wissen mit dir sterben. Der Stolz zischt und spritzt. Er ist nur noch eine glimmende Glut. Du irrst dich, doch in ihrer Stimme schwingt keine Überzeugung mehr mit. Ich werde es ewig aufbauen. Ich werde mich daran klammern. Das wird mir etwas geben. Lehre mich dein Wissen. Ich stelle mir sicher, dass es wächst und dein Vermächtnis weiterlebt. Wird dir das wirklich genügen? Die verglimmende Kohle klammert sich an das Leben. Das wird es. Es muss. Lehre mich dein Wissen. Ich stelle sicher, dass es wächst und dein Vermächtnis weiterlebt. Deine Worte löschen ihren Stolz endlich. Zurück bleibt nur ein geschwärzter Stein, hart wie Diamant. Du wirfst ihn fort und er verschmilzt mit der Dunkelheit. So be it. My studies and efforts shall grow through yours. Jetzt haben wir den diplomatischen Weg gewählt. Ihre Stimme ist ruhig und still, so sei es. Meine Studien und Bemühungen werden durch deine weiter wachsen. These are the words you need. Das sind die Worte, die du benötigst. Ihre kalten, trockenen Fitterspitzen ruhen auf deinen Schläfen und du spürst, wie sie in deinen Verstand greifen und Bilder aus der Dunkelheit formen. Runden flackern durch deinen Kopf, aber sie sind nicht mehr nur Bilder, sie haben eine Bedeutung und du verstehst sie. Es sind Befehle. Etwas löst sich in deinem Verstand, eine entfernte Erinnerung, die aus einem längst vergessenen frühen Leben ausgegraben wird. Du siehst unzählige Runen, weitaus mehr als die Kante dir gezeigt hat, und du kennst ihren Klang und ihre Bedeutung und wie sie zusammengehören. Du beherrschst die Sprache der Ingvitaner wieder. Something has awakened in your mind. You understand far more than I ever did. Take this knowledge then, and do what you will with Ter Nuneth. Now that you understand its purpose, it will serve you in whatever way you wish. Sie zieht sich von dir zurück. Etwas in deinem Verstand ist erwacht. Du verstehst weitaus mehr, als ich es je getan habe. So nimm denn dieses Wissen und tu mit Tiernove, was du willst. Nun, da du seinen Zweck begreifst, wird er dir auf jede Weise helfen, wie du es dir wünschst. Du bist der toten Sprache mächtig. Der Neid von 100 frustrierten Gelehrten ist uns sicher. Die ist nicht zufällig danach, dir einige Bücher anzusehen. Wir könnten jetzt, glaube ich, wieder dieselben Sachen fragen. Ja, das ist das. Also, wenn wir fragen, du sagtest, die anderen Türme im Dürrwald seien gebaut, um Seen zu bewegen. Wohin sollten die Viktaner Seen bewegen? Dann ist das wieder das mit der hypothetischen Frage. Das mit dem Turm ist auch das, dass sie es wie ein Tagebuch liest.
Ja, und das ist das mit dem Fehlschlag. Gewiss. Mhm. Was tue ich mit dem Turm, wo ich diese Worte nun kenne? Turn it off, I expect. That will be easy now that you can read the runes. The vessels would still roam, but striking them down would return their essence to the cycle. But be careful. That machine controls hundreds of souls, and that volume of essence could easily overload it. Improperly channeling the essence would destroy the machine along with the souls. It would be a terrible loss for posterity. In Abschalten nehme ich an. Das wird leicht sein, da du nun die Runen lesen kannst. Die Seelengefäße würden weit umherirren. Doch wenn man sie niederschlägt, würde ihre Essenz in den Kreislauf zurückfließen. Doch sei vorsichtig, diese Maschinen kontrollieren hunderte von Seelen. Und diese Menge an Essenz könnte sie belasten. Wenn die Essenz falsch kanalisiert wird, würde die Maschine zusammen mit den Seelen zerstört werden. Es wäre ein schrecklicher Verlust für die Nachwelt. Ich weiß nicht, sie zerstören könnte gut für diesen Ort sein. Erklär mir, wie die Worte funktionieren. Um die Macht von Ternovit zu nutzen, muss man verstehen, wozu er dient. Du kennst die Worte und ihre Bedeutung. Du kannst sie sprechen und der Turm wird gehorchen. Das ist alles, danke. So, dann machen wir jetzt mal die Tür hier auf. It's no trouble. There you go. Hier drin sind Gefangene. Und was im Regal? Oh, Spinnenschwinger. Finger. Schwache Zauberbindung, Wiederherstellung, vielleicht der Ausdauer und Wahrnehmung. Könnte das irgendeiner brauchen? Heilende Hände. Dann kriegst du das mal, Palegina. Du bist keiner von Ikantas Dienern. Bitte, du musst uns hier wegbringen, bevor sie uns tötet. Was ist mit euch geschehen? Wir sind nur Gärtner. Als der Beziehung im Chaos versank, nahm Ikanta uns auf. Sie sagte, wir wären hier sicher, bis die Ritter die Lage unter Kontrolle hätten. Stattdessen hat sie uns hier eingesperrt. Jede Woche kommt eines dieser Monster, die ihr dienen, und führt einen von uns fort. Ich weiß nicht, was sie mit ihnen tut, aber manchmal können wir die Schreie hören. Bitte bring uns hier weg. Der Weg zum Tor des Bezirks sollte sicher sein. Geht. Danke, das werden wir euch nie vergessen. Diplomatisch, leidenschaftlich haben wir 2. Stoisch haben wir auch 2. Jetzt wird Ikanta sicher sauer sein, dass wir ihr Essen freigelassen haben. Always a pleasure to speak with someone who appreciates true learning. Der Vampir lächelt mit bloßlosem Wissen. Immer eine Freude, mit jemandem zu sprechen, der wahres Wissen zu schätzen weiß. Ich möchte einige Fragen stellen. Das ist alles, danke. Okay, sie ist nicht auch sauer. Sie hat es gar nicht mitgekriegt, dass die geflüchtet sind. Und nein, ich hätte sie jetzt sicher nicht zu Atem geschickt, um von ihm gefressen zu werden. Ich meine, was für ein Paladin wären wir dann? Das wäre täuschend und grausam gewesen, beides gleichzeitig, und das sollten wir definitiv nicht sein. Drei Tage, 19 Stunden noch, bis Kit Noir angegriffen wird. Das ist also noch etwas Zeit hin. So, und ich werde auf Edeas Vorschlag eingehen und das Ding in die Luft jagen. Weil ich weiß, das letzte Mal habe ich es nur abgeschalten, nur damit der bleierne Schlüssel, also die Überlebenden, es einfach wieder anschalten und der ganze Scheiß von vorne losgegangen ist. Wenn ich das Ding in die Luft jage hingegen, dann können die gar nichts mehr anschalten.
Atem sieht deutlich schlechter aus als zuvor. Sein feuchtes Fleisch hängt lose herab. Die Haut um seine Gelenke sind weggefressen. Er blickt dich mit einem seltsamen Leuchten in den Augen an. Fleisch. Fleisch. Er macht einen zögerlichen, schlurfenden Schritt auf dich zu. Es. Er krümmt sich und hustet schwarze Galle. Er scheint dich vorerst vergessen zu haben. Eine zackige Adrasäule erhebt sich vor dir, umgeben von einer Steinmauer und durchzogen von Kupferadern. Das Panel ist mit Runen bedeckt, die du nun verstehst. Du erkennst die Wörter für Ende und Halten. Im Moment steht die Scheibe auf Halten. Du erkennst an der Inschrift auch, dass diese Art und Weise, wie man die Scheibe dreht, dazu dient, das Gerät zu bremsen.